Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Sarah macht's. Wenn ihr euch mal so frei fühlen wie ein Vogel am Schweben in der Luft, dann gibt es eigentlich nur eins: Gleitschirmfliegen. Aber man muss sich zuerst einmal in die Luft vertrauen. Mit dem hat mein heutiger Gast sicher gar kein Problem. Herzlich willkommen, Ottmar Laferma. Ottmar, du bist Gleitschirmfluglehrer und hast schon über 4000 Flüge hinter dir. Wie aber war dein allererster Flug? Natürlich ist das eine lange Zeit. Das ist über 20 Jahre her. Ich kann mich nur noch erinnern, ich habe richtig gestaunt, dass man überhaupt mit so einfachen Mitteln in die Luft kann. Und das war relativ sicher. Am Anfang haben wir sicher nicht so viel gekämpft von den Gefahren, aber wir hatten immer den nötigen Respekt. Und die ersten Jahre, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Risiko hatten als in der heutigen Zeit, sind alle, auch bei den Kollegen und Kolleginnen, alle unfallfrei vorbeigegangen. Die von euch, die mich ein bisschen kennen und die Sendung ein bisschen mitverfolgen, wissen, dass ich grundsätzlich für alles zu haben bin, solange es eben nicht in die Luft aufgeht. Darum könnt ihr euch vorstellen, wie das für mich war, zum ersten Mal Gleitschirm fliegen und dann erst gerade noch alleine. Also, ich habe heute eine angenehme Aufgabe. Also Sarahs Gleitschirmfliegen beizubringen. Ich weiß nicht, ob das so angenehm ist. Das wird sicher angenehm. Was braucht es dazu? Ein kleiner theoretischer Teil am Anfang. Wir schauen in das Video. Jetzt haben wir das gesehen. Jetzt haben wir eine kleine Ahnung, was wir lernen wollen. Und jetzt gehen wir die Hang raus zum praktischen Teil. Hey, warum muss ich eigentlich immer Sachen machen, die in die Luft gehen? Ich habe Angst vor solchen Sachen. Ehrlich? Das ist... Ich habe Panik, hey, dann hocken wir ab. Das können wir jetzt so machen, Sarah, dass du am Schluss sagst, ja, es war ja gar nicht so schlimm gewesen. Meinst du? Ja. Ja. Und das ist, wenn es gleich schlimm ist. Das ist nicht schlimm. Okay. Hey, nein, ich habe wirklich, ich meine, wenn du da abschaust, hey, ich habe wirklich Angst. Also. Ich bin jetzt gespannt, wie du das machst. Hey. Das ist der rote Griff. Mhm. Ui, was das ist denn das? Brems- und Steuerleine. Okay. Brems- und Steuerleine, das ist der rote Griff. Okay. Wenn ich jetzt starte, Sarah, schaue, was ich mit dem Körper mache. Ja. Dass ich den Schirm mit dem Oberkörper ziehe. Wichtig ist, wenn es nicht fliegt, dann renne ich ab. Bis zum Schaben. Was? Ich tue nicht sitzen, halb unten, weil ich denke, so, jetzt fliegt es, jetzt bin ich genug gelaufen. Du säckelst die ganze Zeit, bis in der Luft bist. Richtig. Und wenn es halt nicht fliegt, dann renne ich mir ab und sind unten immer noch am Boden. Wir dürfen ja nie die Beine anziehen. Ausser, wenn wir wirklich in der Luft sind. Also, wir haben jetzt viel darüber geredet, über das Starten, aber wie sieht denn eigentlich das Landen aus? Zum Landen ist das so, dass ich die Vorwärtsgeschwindigkeit wegnehme am Schirm mit der Bremsleine. Und dann tue ich die Bremsleine auch abziehen. Bis zum Schaben. Somit hat der Schirm keine Vorwärtsgeschwindigkeit mehr und kommt ganz sanft auf den Boden. Ich warte noch ein bisschen auf den guten Wind. Und dann zeige ich einmal einen ruhigen Start. Zeigen. Also. Dann siehst du, dass das keine Panik ist. Ja, ich werde schauen. Okay. Ja. Viel Glück, Ottmar. Ich denke an dich. Das ist nicht Glück. Doch. Nein, das mache ich nicht. Ich hasse dich, meine Sendeleiterin. Denk daran, einen halben Start gibt es nicht. Es gibt nur einen ganzen Start. Also wenn ich... Wenn wir schon vorher zögern, weil man nicht an sich glaubt, dann geht es nicht. Aha. Das heisst, ich muss einfach drauf los. Nein, du musst nicht einfach drauf los. Du musst das machen, was ich dir sage. Okay. Vor! Da! Vor! 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 Loslassen! Hä? Und jetzt hast du dich entschieden. Hä? Ja. Du aber locker anstehen. Ah, okay. Ganz locker, ja. Jetzt hast du entschieden. Jetzt gehen wir in die Vorlage. Ja, da. Hä? Hopp, 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 hopp.
loslassen, da und da. Hä? Nein. Weil hast du nur ein bisschen Angst. Ja, nicht Angst, aber ein bisschen Respekt. Panik, Angst. Bank. Alles, was geht. Hopp, 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 hopp. Loslassen, bremsen, laufen, laufen, schneller, schneller, springen, springen, schneller, springen, halt, 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 halt. So, also. Das ist auch lustig. Ja, was ist passiert? Ein perfekter Start war das. Ja. Aber nachher hast du nicht an dich geglaubt. Ja. Hast du gekommen? Hopp, 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 schneller, schneller, schneller. Loslassen, bremsen, bremsen, runter mit den Händen, springen. Die Hände ein bisschen hoch, die Hände ein bisschen hoch. Springen, springen! Ah! Ziehen, ziehen, ziehen und laufen! Bravo! Yeah! Hey, das ist gut! War, ja, sicher! Yeah! Das war eine absolute Spitze. Hey, ist so geil! Jetzt gehen wir noch mal rauf und jetzt gehen wir. Sehr gut war, alles ist noch sauber. Ja, nicht einmal dreckig, dich neu und neu. Und jetzt wissen wir, jetzt kommen wir richtig in die Luft. Was heisst das? Wir gehen auf die Führenalp fliegen. 850 Höhenmeter. Gehen wir mal an den Startplatz schauen. Juppi, ich freue mich. Hey, also bei mir geht es immer relativ schnell. Oder? Also das macht zack, zack und schon muss ich hoch und alles. Das ist normalerweise nicht so, oder? Also nicht, dass jetzt alle Panik haben und denken, das würde ich nie machen. Natürlich ist das nicht so. Das ist, man kann sagen, das war Privatunterricht. Aha. Alles im Schnellverfahren. Ja. Man sieht auch, man kann natürlich mit weniger Theorie oder mit Leuten, die das ein schneller verstehen, geht das schon so schnell, manchmal. Ja. Da kann ich jetzt stolz sein auf dich. Ja. Du, aber was mache ich jetzt, wenn ich in der Luft bin? Und der Schirm geht nicht richtig auf oder ich habe Probleme in der Luft. Was mache ich denn? Ja, wenn der Schirm eine Störung einfängt, vom Wind zum Beispiel, dann hätten wir im schlimmsten Fall den Notschirm noch am Schirm. Ich habe hier einen Sitz mitgebracht von der Schule. Ja. Und in diesem Sitz ist ein Notschirm. Wenn euch das interessiert, dann können wir den Notschirm mal rausnehmen. Ja, sicher. Wir können mal schauen, wie das funktioniert. Das Sachen ist aber los. Absolut nur im schlimmsten Fall. Ich habe noch nie. Du hast noch nie? In der Schule. Mhm. In diesen 20 Jahren müssen wir einem Schüler sagen, über Funk, zieh den Notschirm. Nicht? Das ist nur bei den Wettkämpfen. Aber dann zeigen wir das jetzt die mal. Die fliegen mit höherem Risiko. Aber ein Notschirm, eine zweite Chance, haben alle. Ja. Das ist ein Sitz, den der Schüler dann hat. Genau. Das haben wir mieten alle. Man sieht da alles dran. Richtige Polster sind da. Der Notschirmgriff ist da. Funkgerät ist da. Wenn ich jetzt den anlege und so wie es der Schüler am Startplatz macht, der Fluglehrer würde das kontrollieren am Startplatz, dann kann er da, wir können den jetzt natürlich nicht aufhängen. Wir stellen uns jetzt einfach vor, wir sind 800 Meter über Boden und ich habe eine grosse Störung im Schirm, was normal in der Schule oder bei unseren Schulschirmen ist das unwahrscheinlich. Mhm. Aber also, und wo kann ich jetzt ziehen? Dann würde ich da sitzen. Da hänge ich dann da. Ja. Das steuern. Lalalala, wir sind ich das. Oje. Oje. Also, ich sehe auch, wir probieren, es geht nicht mehr auf. Dann mache ich einen Griff hierher. Hier. Und da ist der Notschirm drin. Und jetzt kannst du den mal einfach mal rausziehen. Wo muss ich da vorziehen? So. Also auf die Seite? Hinter einen wegrühren. Ja, dann, ist gut. Mit einer Hand langen. Mit einer langen, ja, bist so, sicher. Jetzt kannst du ziehen. Ui! Ja. Eben. Ui! Also. Das ist jetzt der Notschirm. Wir stellen uns vor, wir wären 800 Meter über Boden oder auch nur 300 oder 100. Wenn ich mehr habe als 50 Meter, würde der Notschirm aufgehen. Durch die Luftströmung. Wir sehen das hier. Das ist nach einem Nylon durch. 34 Quadratmeter ist jetzt der.
Du fliegst einen Gleitschirm von 23 Quadratmetern. Also kann nichts passieren. Ist viel grösser als der Gleitschirm. Und das wird riesig, riesengroß. Mhm. Und dann kommt dich ganz sanft runter. Ja, das ist doch super. Also man muss wirklich keine Angst haben. Es kann nichts passieren in dem Fall. Es ist wie, können wir das hier einfach so ein bisschen lassen? Oder? Das so. Kann man lassen. Du, aber ein kleines Risiko ist ja schon dabei, oder? Auch bei dem Beruf, den du jetzt hast. Und du bist jetzt doch schon 54. Willst du nicht langsam mal ein bisschen etwas Ruhigeres machen? Hä? Jetzt, was du sagst, merke ich das auch. Gell? Dass ich 54 bin. Also ist es so. Das Gleitschirmfliegen ist ja knapp über 20 Jahre alt. Mhm. Nicht länger. Und ich habe schöne Jahre gehabt. Ich hoffe, das geht noch 20 Jahre so weiter. Mhm. Ja, der kleine Übungshang, den habe ich meiner Meinung nach nervlich gesehen, nur ganz, ganz knapp überlebt. Also wie kommt das raus, wenn ich noch höher rauf muss? Also ich würde euch empfehlen, die Ohren zu haben beim Schauen. Ja, Dagmar und ich sind mittlerweile auf der Führer Alp oben. Wie hoch sind wir da? 1900 Meter. 1900 Meter und da sollte ich jetzt durch Appen. Bist du wahnsinnig? Selbstverständlich fliegst du da oben. Aber trotzdem, dass ich weiss, dass es du kannst, komme ich mit. Das ist mir lieber, wenn ich machen wir so ein Tandem? Richtig, wir machen das ist Passagierflug. Genial. Aber es windet ein bisschen. Habe ich das Gefühl, das ist richtig. Wir sind jetzt schon ein bisschen im Wind ausgesetzt. Wir müssen abwarten, bis wir eine ruhige Phase haben. Aber wird sie die Luft? Nein, die Luft ist jetzt ein Problem. Aber der Start ist ein Problem. Das ist mir fliegen mit 30 Stunden Kilometer. Oh shit, hey. Oh shit. Oh shit, du. Ist der wohl? Nein. Hey, Scheiße, hey. Ja, gell, jetzt sind wir schön. Kannst du jetzt umschauen? Nein, ich kann nicht umschauen. Ich kann wirklich nicht umschauen. Wir sind jetzt etwa 200 Meter höher als der Startplatz. Nein, hey, hör mal auf. Ja, ja. Sehen wir das nicht? Ich oh, das Panorama geniessen. Ja, wenn wir schon mal so höher Panorama, sind. Ja. Ich genieße es wie eine Verrückte. Wunderbar. Ja, es ist mir sehr lockern. Ja, aber ich kann nicht locker. Ich muss so hoch auf der Luft haben. Ja. In der Luft bin ich nie mehr. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir sind. Ja, viel zu hoch. Jetzt ist es. Hast du jetzt erholt? Ja. Schau mal, wie schön. Gehen wir gleich höher auf den Titel. Oh, Scheiße. Nein, erzähl mir nicht so Zeugs. Gehen wir mal. Jetzt saufen wir ab. Oh. Das heisst, absaufen. Jetzt ist nicht mehr die Thermik. Nein, jetzt müssen wir machen. Ja. Jetzt gehen wir. Merkst du, dass wir jetzt ein bisschen runtergehen? Ja. Eben, siehst du? Dann schauen wir wieder, jetzt suchen wir wieder, dass wir irgendwo Luft finden, die hochgeht.
Da eindrehen in Queranflug, sagt man dann. Das ist geil, hey. Und jetzt gehen wir hier in Queranflug. Das ist ganz geil. Über Bäumli. Da über Bäumli sieht man das. Ich eindrehen nach links. Endanflug, und das ist das Finale. Yeah! Wir dann schön, dann wir stehen beim Landen. He? Einfach stehen, muss nicht laufen. Ein laufen ist auch gut. So. Ist das gut? Ja, ich laufe! Ja, ich laufe. Ja! Ja. Ja. Das ist der Schirm noch heben. Oh ja, der Schirm noch heben! Hast du den Schirm? Oh! Hey, cool, hey! Cool, hey! Zuerst habe ich zwar keinen Schiss gehabt, aber im Nachhinein kann ich es euch wirklich nur empfehlen. Es ist traumhaft, mal so zu schweben. Und gell, Ottmar, wir haben gefunden, unsere Zuschauer die dürfen das auch mal erleben. Und darum hast du mir 3 Gutscheine mitgebracht für euch. Die könnt ihr gewinnen. Ihr könnt so einen Schnupperkurs gewinnen beim Ottmar. Schreibt mir einfach ein Mail auf redaktion@sara-machts.tv und schreibt mir dort den besten Grund, warum ausgerechnet du einen von diesen Gutscheinen musst gewinnen. Und die Adresse nicht vergessen. Und gibt es da irgendwie Altersbeschränkungen? Wer darf kommen? Jawohl, das müssen wir einhalten. Das geht über das Bundesamt. 15-jährig müssen sie sein. Okay. Gegenauf keine Altersbeschränkung. Sehr gut. Wenn man fit ist, dann geht es mit 60, mit 70 noch. Und ich freue mich auf das. Sehr gut. Viel Glück. Und dir würde ich jetzt gerne meinen Wunschstab überreichen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Die letzten 20 Jahre waren schön für mich, sind einfach für mich. Ich war immer mit flotten Leuten zusammen, immer frustriert. Ich hoffe, es geht noch 20 Jahre so weiter. Sehr schön, danke vielmals. Und jetzt kommen wir zu den legendären Zuschauerfragen. Hat deine Frau nie Angst um dich? Ist dir während dem Flug auch schon mal schlecht geworden? Bei welchem Wetter kann man Gleitschirm fliegen? Was legt man zum Gleitschirmfliegen an? Ist dir während dem Flug auch schon mal schlecht geworden? Ja, das kann wahrscheinlich jeder Gleitschirmflüger so sagen. Es gibt Thermik, die wirklich wild ist, grob. Mhm. Und das ist dann schon ein Flüger, natürlich geht es dann rauf. Mhm. Das suche ich die erfahrenen Flüger. Und der rüttelt es und schüttelt es manchmal. Und man ist am Fliegen. Und dann halten wir das schon eine Stunde aus. Und dann merkt man plötzlich, oh, ich muss runter. Ja. Einfach durch die wilde Thermik kann es einem schlecht werden. Wenn es aber ganz normale Verhältnisse sind, dann ist problemlos. 3, 4, 5 Stunden in der Luft. Ah, so lange? Ja. Ui. Hat deine Frau nie Angst um dich? Haben wir schon ein bisschen angetönt, gell? Ja, es ist so. Ich frage sie natürlich nicht, hast du Angst? Sie würde auch nicht das mit Ja oder Nein beantworten. Aber durch eine Satzformulierung raus würde ich schon merken, ob sie Angst hat oder nicht. Vielleicht hat sie sicher ein bisschen Angst. Ich glaube, jede Frau hat um den Mann ja, sicher. Ein bisschen Angst. Das ist gleich, was sie schafft. Sicher, ja, auf jeden Fall. Bei welchem Wetter kann man Gleitschirm fliegen? Wir sagen immer beim Flugwetter. Das ist was für uns ganz denn einfach. Was? Ja. Aber was heisst das? Für die Experten ist das klar. Wir fliegen nie, wenn es regnet zum Beispiel. Ja. Wir fliegen nicht bei Föhn, die das Wetter kennen. Oder wir fliegen nicht vor einem Gewitter. Mhm. Oder wir fliegen nicht, wenn wir falschen Wind überkommen. Oder turbulenten Wind, böigen Wind und so weiter. Der Wind darf am Startplatz sicher nicht mehr blasen als 20 Stundenkilometer. Wie der Schüler ist das bei 10 Stundenkilometer Grenze schon. Gut. Was leitet man zum Gleitschirmfliegen an? Wahrscheinlich so wunderschöne High Heels. Ja. Also ganz sicher einmal sind die guten Schuhe gefragt. Mhm. Ein Knöchelschutz. Ja. Und zwar geht es um den Start und um die Landung. Wir haben das gesehen jetzt da bei unseren Übungen und bei unseren Flügen. Es ist kein Problem, das geht schon. Aber wenn man sich vertrampen würde am Start, weil man ein paar Schritte muss laufen muss, oder wenn man am Landen ein bisschen schneller runterkommt, als jetzt wir sind, was in den Schülern, das muss man akzeptieren. Ja, klar. Dann ist der Knöchel geschützt. Gute Schuhe. Kurze Hosen bei den Frauen haben wir nicht geändert, dann sie ihre schönen Beine verkratzen. Ah ja, das ist also sehr gut, dass Sie damit überlegen. Dann am besten einen Integralhelm. Das heisst, das Hemd, alles ist dann geschützt, wenn man dann mal vorne raus würde fliegen, am Landen oder am Starten. Und natürlich, wir gehen den Startplatz im Sommer mit kurzen Hosen. Wir haben aber einen Anzug dabei. Ja. Im Rucksack ist ein Anzug.
So gehen wir den Startplatz, kurze Hose manchmal, legen wir den Anzug an, Helm. Das Deep ist Talk. Alles. Sehr schön. Und jetzt kommen wir zum Statement von unserem heutigen Kabelträger, Sepp Hitz. Mich nerven die ewigen Krawall und Schlägereien nach dem Fußballspiel. Es geht kein Wochenende vorbei, ohne dass geschlägt wird und blöd da wird auf diesen Fußballplatz. Wir haben das nächste Jahr die Europameisterschaft hier in der Schweiz. Ich bin gespannt, ob man da in den Griff bekommen. Ja, da bin ich auch gespannt. Danke vielmals, Sepp Hitz, für das Statement. Wenn auch ihr mal bei mir als Kabelträger hier im Studio dabei seid, dann meldet euch. Infos dazu findet ihr unter www.sara-machts.tv. Otmar, danke vielmals, bist du hier bei mir gewesen. Weiterhin gute Flüge. Hab Sorge zu dir, gell? Ach, danke auch. Danke. Nächste Woche ist bei mir dann der Musicstar 2007, Fabienne Louvez. Ich spiele in ihrem neuen Musikvideoclip mit, und zwar als so eine echte Bitch. Sind gespannt, bis nächste Woche und tschüss.